Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Benishas. Mein Gott, wo sind wir? Vergiss nicht, was man uns gesagt hat. Folgt den Leuchtfeuern. Sputet euch. Blickt nicht zurück. Okay, okay. Also ich darf mich anmoderieren. Ich darf nicht sagen und nix. Ich muss mich jetzt beeilen. Es tut mir leid, weil wir sonst sterben könnten oder sowas. Ich sehe schon die Risse hier in meiner Umgebung. Das ist nichts Positives. Obwohl das so ein bisschen aussieht wie eine Goldader, muss ich sagen. Ich sollte jetzt eigentlich meine Quest aktualisiert haben. Ich habe aber nicht drauf gedrückt, weil die gerade am Reden waren. Sieht trostlos aus hier. Leblos. Das ist das Reich der Toten. Ja. Die Unterwelt. Lasst uns hier nicht verweilen. Will ich wissen, wer das ist? Hast du das gehört? Ja, lauf weiter. Sind das die Geister hier? Hallo, lauf weiter, hat sie gesagt. Nicht stell dich hin. Da, unser Weg in die Freiheit. Du bist es. Anthea. Was zum... Was geht hier vor sich? Ich kenne diese Stimme. Vor langer Zeit verbannte ich ihren Besitzer. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir hier weg müssen. Jetzt. Aber wir sind doch gerade erst hergekommen. Wir wollten uns das Ganze doch mal anschauen. Ist das jetzt hier so ein Walking-Simulator, wo ich jetzt die ganze Zeit durchlaufe? Und am Ende kommt dann raus, wenn ich schon total wahnsinnig werde, dass ich die ganze Zeit im Kreis gelaufen bin. Das nächste Leuchtfeuer ist ausgegangen. Etwas stimmt nicht. Was für eine Höllenkreatur ist das denn wieder? Das sieht mir wie ein Klagegeist in Gestalt eines Cerberus aus. Mal was Neues. Eines Cerberus. Ja, warum auch nicht? In der Leere können Gegner ihre Lebensenergie verlieren. Dafür sind Antheas Kräfte hier auch regenerieren. Auch stärker. Sie verursacht mehr Schaden gegen die Schemen, okay? Mit jedem zerstörten Totem wird er mächtiger. Oh, sag das doch. War das jetzt nur ein Angriff? Nein, du sollst dich umdrehen. Ich hab dich aufgeladen. Das war nicht so günstig. Augen auf. Ja, Augen auf. Ich kann ja auch nicht ausweichen. Das ist ja das Problem. Nein, warum hat er jetzt gewechselt? Ich kann keine Säulen mehr sehen. Ha, bloß nicht erstmal nachladen, bevor du angegriffen wirst. Ich bin immer noch hier.
Ja, der hat ja toll gewechselt. Hat aber nicht besonders lange angehalten hier. Ich weiß nicht, aber wir müssen hier weg. Ah, wir wandeln dann mal. Ja, war doch ein Spaziergang. Wie war das? Seredins Schlüssel sollte uns doch unbemerkt hindurchschleusen. Ich weiß es nicht. Also, ich kann jetzt leeren Risse betreten. Ich darf nicht dabei gleichzeitig rumlaufen. Ob das jetzt wichtig war, weiß ich nicht. Aber es ist zumindest was, wodurch wir natürlich auch wieder weiterkommen. Oha, okay. Wieder eine Truhe. Flinkschuss. Okay, also der Zorn wäre bei dem anderen höher. Verursachen 20% mehr Schaden. Und hier ist 40% mehr Schaden. Gesundheit ist bei dem auch... Also das Neue ist auf jeden Fall schlechter als das, was ich habe. Also werde ich natürlich nicht wechseln. Alles in Ordnung. Alles gut. Aber der Albtraum dort... Wir wissen so wenig darüber. Das macht mir Sorgen. Und du? Der Albtraum existiert nur, weil die Dorfbewohner etwas Schreckliches getan haben. Ihre Schuld ist in ganz New Eden spürbar. Wegen ihnen musste ich sterben. Sollen sie verflucht sein. Und ihre Geheimnisse und ihre Sünden auch. Es tut mir leid. Mir auch. Sind die Risse wirklich sicher? Wir werden beschützt. Du hast das Wispern gehört. Die Verzweiflung. Und diese eine Stimme. Sie hat nach dir gerufen. Etwas wusste, dass du dort warst. Es hat dich gesehen. Für einen Moment dachte ich an sie, an diese armen, abgeschlachteten Jungen. Ich schwöre, in der Leere hörte ich ihre Schreie. Kinder, die zum Ruhme ihres Sultans in den Tod geschickt wurden. Es fühlte sich an, als wäre ich wieder auf dem Balkan. Ja, beides ist eigentlich eine gute Antwort. Wenn sie den Geistern den Aufstieg gegeben haben, sollten sie eigentlich nicht wieder zurückkommen. Du bist du. Und du bist hier bei mir. In diesem Moment. Bis wir New Eden erreichen. Diese Leere. Ist das die Hölle? Ist es das, was wir gesehen haben? Sind all die Geister, die wir verbannt haben, dort gelandet? Oder ist es der Limbus, eine zeitlose Vorhölle, in der gequälte Seelen schmachten? Wenn wir einen Geist verbannen, wird er vernichtet. Die Lehren sind unmissverständlich. Und wenn die Lehren falsch sind? Ich habe die Stimmen auch gehört und sie beunruhigen mich ebenfalls. Aber die Lehren können nicht falsch sein. Wir hätten wissen müssen, wohin wir diese armen Seelen verdammen. Was, wenn du auch dort landest? Alles wird gut. Solange wir zusammenbleiben, wird alles gut.
In Ordnung. Du hast recht. Alles wird gut. Hoffe ich. Wieso heißt das jetzt zugefrorener Sumpf? Und wieso bin ich da ein bisschen skeptisch von wegen alles wird gut? Also wenn die wirklich irgendwo verbannt werden und Qualen leiden. Sie hat nicht gelogen, was die abgebrannte Brücke anbelangt. Wo lang? Nach Norden zu den Bergen oder nach Süden durchs Flachland? Wir sollten einen Weg nehmen und sehen, wohin er führt. Ja, toll. Das ist ja eine super Antwort. Ja, doch, da ist was. Weil wenn die natürlich jetzt irgendwo in der Hölle landen, wenn die verbannt werden, dann werde ich definitiv nicht dafür sorgen, dass sie... Also wenn sie aufsteigen, wenn sie verbannt werden, würde ich sowieso sagen, dass sie in der Hölle landen. So, die Harrods Hamlet und Fort Jericho. Das hört sich so groß an und nach vielen Leuten. Wähle deinen Weg. Unterirdischer Ort. Die Eggen ist auch ein unterirdischer Ort. Das ist doch scheiße. Kann ich nicht beides machen? Oh, oh, oh. Nein, das ist doch ein Lagerfeuer. Wieso kann ich das nicht benutzen? Na gut, gucken wir erstmal hier. Ein sicherer Hafen. Sollten wir einen Moment Ruhe benötigen. Ah, hier ist ein Lagerfeuer. Sehr schön. Warum sollte man auch draußen das Lagerfeuer hinstellen bzw. benutzen, wo nichts niederbrennen kann, wenn man es auch in eine Holzhütte stellen kann? Das Lebendreich und das Totenreich. Sumpfeisen, bisschen Geld und Wolle. Wobei das eigentlich gar nicht, was angezeigt wird, aber egal. So Jungs, ich sag euch jetzt schon mal, ich habe keine Lust auf Kampf. Ich möchte was von der Story sehen. Die so hoch gelobt wurde, wie ich das mitbekommen habe. Ich befürchte allerdings das Schlimmste. Eines Tages würde ich die Highlands gern wiedersehen. Die Berge hier sind nicht zu verachten, aber gegen den Ben Nevis sind sie nichts. Im Vergleich zum Pico Turquino ist das ja ein Hügel. Mein Berg ist größer als deiner. Ja, aber meine Insel ist größer als deiner. Sagen wir unentschieden, ja? Ah, ich regiere das ganze Totenreich. Mir sind eure kleinen kümmerlichen Gegenden egal. So, mal schauen. Frage ist jetzt, müssen wir jetzt... oh Gott, oh Gott, da kommen wir hoch. Da brennt auf jeden Fall auch Licht. Und hier können wir theoretisch runter. Wenn wir runtergehen, kriegen wir scheinbar eine neue Aufgabe, so wie es aussieht. Gehen wir erstmal runter. Vielleicht haben wir da auch so einen Elite-Gegner oder sowas. Das wäre natürlich nicht so toll. Weil die ja grundsätzlich immer stärker sind als ich. Sieht hier nicht wirklich schön aus. Ich kann sehen. Lass mich vorangehen. Sieht mir allerdings wirklich nach so einem Elite-Gegner oder sowas aus. Oh ja, da unten ist was. Kommen wir denn da hin? Erstmal alles einsammeln. Ich spüre etwas aus der Spektralwelt in der Nähe. Ja, ich weiß, ich weiß. Wieso kann man hier nicht durch? Hä? Blockiert von den Geistern oder wie verstehe ich das? Oh ja, natürlich.
Ja, ich wusste, dass du das machen würdest. So nicht, mein Freund, so nicht. Lass mich dir helfen. Das sagt die immer, wenn ich die besiegt habe. Erst dann kommt die an und sagt, lass mich dir doch helfen. Und dann, so typisch Frau, sagt die dann im Nachhinein, ja, du wolltest ja nicht, dass ich dir helfe. Verborgenen. Ja, irgendwas im Verborgenen, aber was, wo, wie? Moment. Ist das was zum Schießen da hinten? Kann das wegschießen? Ja, sehr gut. Ich denke mal, da oben ist irgendwas, wo wir hin müssen, oder? Können wir jetzt hier durch? Sehr schön. Okay, die Frage ist jetzt nur... Oh, das geht gar nicht. Da können wir hoch. Das müsste aber doch direkt hier gewesen sein eigentlich, oder? Ah ja, 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 da oben. Leichen. Wir könnten das, was ich hier versteckt, herbeirufen. Wollen wir das denn? Nee, oder? Aber wenn schon, denn schon. Okay, das ist auf der Seite. Also machen wir das mal von dieser Seite aus. Erzwungene Manifestation. Oder war das Geißelbeschwören? Zur Offenbarung. Ja gut, wir haben jetzt nur die Leichen. Also müssen wir eine Geißel beschwören, oder? Wenn ich das richtig verstehe. Wahrscheinlich ist es jetzt wieder das falsche Ritual. Ich beschwöre euch jetzt! Nee, er macht es schon so komisch. Aber wir haben doch nichts von das denen. Das hat mich richtig verbockt, stimmt's? Ja, hast du. War das jetzt doch richtig mit der Ja, es war richtig. Zeigt mir eure wahre Gestalt! Aber er hat doch gar nichts gehabt. So. Konzentrier dich. Haben wir ein paar übersehen? Boah, da ist noch eine. Das habe ich schon festgestellt, danke. Fort mit dir. Ja, weich bloß nicht aus. Weich bloß nicht aus. Aber er kann ausweichen. Oh, kommt denn her? Ausweichen! Ja, aber nicht der Gegner! Steh nicht so dumm rum. Ja. Ausnahmsweise hat sie mir tatsächlich mal gut geholfen. Ich kann die aber immer noch nicht einsammeln. Warum nicht? Kommt da noch einer? Uhuhu, wo bist du denn? Kommst du näher? Okay, da kann man anscheinend nicht gegen kämpfen. Also nicht fluchen hier, ja? Wir sind hier bei YouTube. Da oben ist noch einer. Oder ist es der gleiche? Ich bin mir nicht sicher. Lass mich dir helfen. Level 11. Sehr schön. Ich glaube, wir sind jetzt durch.
Ja, jetzt kann ich die Dinger einsammeln. Sehr schön. Eieieiei. Macht erhöht. Auf alle Attribute. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Die Frage ist jetzt nur, können wir jetzt hier noch irgendwas machen? Oder hat sich das dann damit erledigt? Ich glaube, das war dann durch, ne? Wenn man das einmal hatte. Ja, cool. Und damit dürfte dann das Fragezeichen hier auch weg sein, was auf der Karte war. Yep. Das heißt, wir können jetzt wieder den Weg zurücknehmen und auf die andere Seite gehen. Und hatten sogar ein Level-Up. Das ist doch schön. Und die Frage ist jetzt nur, wie war der Weg nochmal zurück? Das war einmal hier durch, ne? Und ich glaube, irgendwo hier musste ich dann in eine andere Richtung. Genau, dann nach rechts. Rechts oben. Kein Problem, ich stürze mich erstmal in den Tod rein. Komme ich hier unten rum, dann kann ich das erst noch einsammeln. Ja, da ist schon wieder was. Hoffentlich diesmal ohne Wölfe. Obwohl, ich kann hier noch hoch, ne? Was bist du denn? Kann man nicht einsammeln? Nö. Ich bin mir nicht sicher, warum ich jetzt hier hoch kann. Moment. Ich wollte gerade sagen, hier irgendwie bin ich jetzt doch hier falsch. Ach, das ist wieder... Aha, okay. Das heißt, wir müssten dann quasi da hochlaufen, dann erkennen, dass wir da gar nicht weiterkommen. Ich würde aber gerne kurz gucken, ob es da oben noch was gibt, was wir einsammeln können eventuell. Anscheinend nicht. Nee, okay. So, die perfekte Position. Hier geht's aber nicht, es geht nur oben. Beziehungsweise... Hatte sie das gesagt, bevor wir runtergesprungen sind? Ich bin mir nicht sicher. Na, na? Hier geht's auch nicht, oder was? Doch, Moment. Ja, ich weiß, falsche Taste, Entschuldigung. Ja, wechsel bloß nicht, kein Thema. Such dir einen anderen Gegner, Peiniger zuerst. Wie Peiniger zuerst? Der hier wird geschützt. Ach so. Oh, ich wollte gerade den anderen hinten treffen. Verstärkung. Schäme. Er macht sich an die Leiche ran. Nein. Alter, was macht der hier? Sollst nicht wechseln. Verschwinde da. Nein, das werde ich nicht. Ich werde dabei draufgehen, aber ich werde nicht verschwinden. Oh, so. Heieiei. War das heute wieder Arbeit für die Verbanner hier. Verbannen könnte ich übrigens auch mitten im Kampf, aber ich habe es mal wieder vergessen zu tun. Ah, ich weiß nicht, warum ich das immer vergesse. So, hier ist nichts zum Einsammeln. Mal eben gucken, ob hier noch irgendwas ist. Ich weiß auch nicht, ob wir da oben weiter müssen oder... Wo geht's denn hier lang? Da kann man runter, oder? Okay, dann kommt man... Da am Wasser vorbei. Na, da ist doch mal endlich was. Ah,
Spring doch nicht hier runter. Ich will doch nur die Truhe. So, die große Frage ist jetzt... Wir stehen jetzt ganz weit links. Eigentlich müssten wir oben rum, denke ich mal. Aber warum haben wir diesen Weg Richtung Wasser? Aber hier kommt man auch nicht weiter dann, oder? Nee, das hört dann hier auf. Ja, okay, dann würde ich sagen, dass wir hier vorne sieht mir wie der auf der Karte aus. Aha, das heißt... Ist das jetzt deswegen angegangen? Wegen dem hinten, oder? Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Jetzt aber auf jeden Fall der richtige Weg, würde ich jetzt mal sagen. Die 530 sind wahrscheinlich die andere Richtung, oder? Hallöchen? Ist hier jemand? Jemand Nettes vielleicht? Ich habe genug von den Leuten, die mir nur nach dem Leben trachten. Hallo? Da ist noch was zum Sammeln. Ja, einmal schlagen reicht. Minen. Die Berge müssen reich an Erzen sein. Sieht ziemlich klapprig aus. Der wurde für mehrere Leute gebaut. Eine Person sollte kein Problem sein. Sollte. Sollte, ja. Das Ding schießen wir mal ab. Dann würde ich allerdings sagen, weil es sieht mir so danach aus, als ob wir hier noch was länger rumlaufen müssen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen, jetzt wo wir die Mine erreicht haben. Und dass wir dann in der nächsten Folge mal schauen, was wir hier alles so finden können, beziehungsweise ja, wo uns unser Weg hinführt. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.